So ein wildes Stegadon nehmen wir uns auf jeden Fall. Das haben wir noch nicht. Und haben wir hier noch irgendwas Frontline-mäßiges? Schockinfanterie, Streitaxt-Infanterie, ein bisschen mehr Frontline wäre, glaube ich, ganz wichtig hier. Selbiges, da kann ich nicht, ne, weil er auf Marsch, ist er auf Marsch gestellt? Nee. Aber er kann trotzdem nicht rekrutieren. Okay, das geht nicht, weil wir falsche Stellung haben zum Rekrutieren und nicht in der Garnison sind. Nicht so smart gewesen von mir. Und dann lasst uns doch hier auch noch mehr Armee aufbauen, damit das wieder langsam wird. Und dann müssen wir den in die Flucht schlagen. Nagra haben wir auf jeden Fall jetzt wieder. Das ist ganz gut. Und ich möchte aber hier jetzt keinen Überschuss ausgeben. Oh Gott, nein. Weil wir hier, um das zu bauen, brauchen wir 4 Bevölkerungsüberschuss und wir haben gerade 2. Aber wir wollen das auf jeden Fall, weil da kriegen wir ein ehrwürdiges Stegadon, was ganz gut wäre. Und mehr Möglichkeiten, Sachen zu bauen, und das brauchen wir echt dringendst. Erstmal, wie kann man denn Gruftkönig sein und sich auch so nennen und dann nicht mal eine Nebensiedlung der Dunkelelfen kriegen? Vielleicht bist du gerade deine eigenen Einheiten? Ja, schon ein bisschen. Also ich glaube, also als untoter Pharao hat man, glaube ich, schon gewisse Ansprüche an seine Schergen. Also, wenn dann da so ein Gruftkönig, weißt du, ich schicke den in die eisige Nordwüste und dann kommt er nach 2 Wochen zurück und sagt so, ja, die Garnison sah einfach sehr gefährlich aus. Wir haben uns nicht getraut, anzugreifen. Das ist ja nicht, was du da hören willst. Ja, aber das hatten wir ja vorhin schon, ne? Also dieses Gespräch. Ja, das stimmt. Direkt wieder in den Tod ist auch nicht geil. Und wer von uns kann denn wirklich nachempfinden, wie es einem Untoten geht, der wieder stirbt? Das ist eine gute Frage. Ja, ist das eher so ein bisschen so, kennen wir alles schon? Oder ist das so, nee, will ich eigentlich ungern nochmal? Unpopular Opinion, Süßes ist abstoßend. Essen muss sauer, bitter, salzig oder scharf schmecken. Wie bist du da, Pia? Bist du mehr süß oder salzig? Also ich trinke sehr gern süß, ich esse sehr gerne salzig, ich esse sehr gerne scharf. Ja. Aber ich bin aber auch so eine Tonic-Trinkerin. Also ich mag auch diese süß-bittere extrem gerne. Verziehst du gerade dein Gesicht? Nee, ich bin... Okay, ich bin gerade nicht sicher, ob das jetzt diese Allianz... Nein, also es gibt ja Dinge, wo man einfach völlig kultiviert anderer Meinung sein kann, solange man sich in den wichtigen Dingen wie die Cornflakes halt einig ist. Und ich bin auch ein Süßtrinker und Salzigesser, aber ein Scharfesser bin ich nicht. Oh, echt nicht? Oh, krass. Nee. Gott, ich liebe scharfes Essen, holy shit. Das war nicht wieder ein Unterschied in unserem Wesen, so von wegen, dass bei dir ein Essen auch mal eine Herausforderung sein darf, genau wie du 200 Mal den gleichen God of War Boss grindest, während ich halt weich und schwach und dekadent bin. Und wenn das Essen mir in irgendeiner Form Widerstand leistet oder sowas, dann nee. Wenn das Essen mir Widerstand leistet in Bezug auf scharf. Wenn es sich wehrt. Ja. Und das ist sehr sympathisch. Wird korrekt angemerkt, salzig trinken ist auch schwierig. Stimmt. Salzig trinken ist Quatsch, aber es gibt ja auch andere Getränke als süß, sage ich mal. Also man kann ja zum Beispiel Kaffee auch nicht süß trinken. Man kann verschiedenste Alkoholsachen trinken, die nicht süß sind. Aber mir tatsächlich... Mein sündhaftes Getränk, was ich mir nicht viel kaufen darf, weil ich sonst viel zu viel trinke und es nicht gesund ist, ist gerne, einfach Eistee für sich und Eistee. Nutella ist mit oder ohne Butter? Dazu habe ich tatsächlich keine starke Meinung, weil ich tatsächlich wiederum eben nicht so viel süß esse, deswegen esse ich so viel Nutella gar nicht. Also ich finde Nutella echt overrated. Wenn ich mag süßes Essen auch sehr gerne. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Nutella mit oder ohne Butter, nehme ich halt Marmelade mit Butter. Weil ich so selbstgemachte Marmelade oder so Bio-Marmelade viel geiler finde. Vor allem so saure Kirschenmarmelade, dann hast du wieder diese süß-sauer. Das ist ein bisschen bitter so, ist mega, mega geil. Und sonst auch lieber Honig mit Butter und halt einem richtig guten so Schwarzbrot als Nutella. Ich finde Nutella nicht so geil.
glaube, damit hast du jetzt auch wieder einige getriggert wahrscheinlich. So, was mache ich jetzt? Stelle ich mich jetzt sicherheitshalber in Nagra rein mit Marsch, damit der die Stadt nicht angreifen kann? Dann geht er wahrscheinlich nach Dargoth. Wurscht, probieren wir es. Riskieren wir es. Ich hatte neulich, was Essen angeht, glaube ich, eine wirklich moralisch verwerfliche Woche. Ich sehe mich aber auch ein bisschen unschuldig und als Opfer der Umstände. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich, es war mein Zug, die Snacks für unsere D&D-Runde zu besorgen. Weil wir uns da abwechseln. Und die anderen haben schon vorgegeben und haben vorgelegt, dass es inzwischen so eigentlich etabliert ist, dass man eigentlich noch deutlich mehr mitbringt, als die Gruppe eigentlich braucht. Und dann wollte ich natürlich auch nicht zurückstehen. Hab halt richtig voll mich zugeballert mit verschiedensten Chips und sonst was und sowas. Ganz spontan musste die Runde dann abgesagt werden an dem Tag. Und der nächste Termin ist erst wieder in 2 Wochen. Lebt und dann hatte ich halt was? Aber schon nicht mehr viel, weil dann kam nämlich, dann, ich hab das alles wirklich wo weggetan in eine Schublade, wo ich es nicht mehr gesehen habe. Hab gedacht, du hast jetzt hier Snacks, die für 5 Leute zu viel sind. Die wirst du jetzt nicht alle essen. Du bist jetzt mal stark und so. Und dann kam die Siedler-Version. Oh nein. Und dann brauchte ich Trost. Ja, aber mal ganz im Ernst, das ist aber auch absolut menschlich nachvollziehbar. Also da, finde ich, trifft dich überhaupt keine Schuld. Das finde ich, das freut mich, dass du das... Irgendwo muss der Frust ja hin. Oh, das stimmt. Ist, also wenn da jemand in der Schuld ist, dann eindeutig Ubisoft mit dem Siedler-Release. Ja, finde ich auch. Finde ich gut, dass wir uns da genauso einig sind wie bei dem Cornflake. Haben sie sich schon entschuldigt dafür? Ubisoft, wegen Siedler habe ich 3 Kilo zugenommen, ihr Schweine. Oh, tut uns aber leid, Maurice, das tut uns echt leid. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihnen das wahrscheinlich nicht wirklich leid tut, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich mit dem keinen Krieg mehr, weil der andere geschluckt. Ja, ich muss dem den Krieg erklären, der ist in meinen Gebieten drin und steht mit seiner Armee in meinen Gebieten drin. Also das wird nichts. Der hat auch mit mir Krieg, der hat mit dem konföderiert, der mir gerade den Krieg erklärt hat. Ja, aber wir sind auch sehr viel stärker als der, also. Was ist das denn für eine absurde Geschichte? Wulfric ist ja eigentlich der King von der Fraktion. Der wurde jetzt geschluckt von dieser anderen Vince-Fraktion. Warum kann er das denn jetzt nicht angreifen? Ist das deren Scheiß Ernst? Wow. Dieses Spiel möchte mich leiden sehen gerade. Das ist sehr, es tut sehr weh gerade. Da fehlt ein Pixel, dort fehlt ein Pixel. Ich gebe denen einen Pixel. So, hier wird jetzt eine mannhafte Niederlage prophezeit. Das ist mega gut. Mal ausprobieren. Es ist schlimm, wenn wir es verlieren. Es ist keine essentiell wichtige Armee. Holy moly. Aber ich würde sagen, wir probieren das zu kämpfen. Oh, das sind sehr starke Einheiten hier, Maurice. Oh. Das sind ja, das sehr... dass die dich da entdeckt haben, ja, fuck. Na, das Problem ist eher, dass die einfach, also, ich war gerade noch full life und die sind wirklich geplatzt. Krass. Die sind richtig geplatzt und deren Ritter der Nacht Kampfechsen haben halt gar keinen Schaden bekommen. Also ich ziehe die jetzt raus und kite die ihn weg ein bisschen, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich das schaffe, die zu töten, weil die zu stark sind. Wie läuft bei dir die Schlacht? Ja, nicht so toll. Das werden wir nicht gewinnen. Da geht es nur darum, wie viel wir noch Schaden machen können. Weil die da echt ganz gut hier. Die haben einfach deutlich mehr fortgeschrittene Einheiten als ich. Also mit der Hydra und mehreren Manticoren. Dem kann diese Armee nicht wirklich was entgegensetzen. Also ich krieg vielleicht die eine Einheit von denen da weg. Die Ritter der Nacht, Kampfechsen, aber die Hydra schaffe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Nicht die Hydra, die jemand kommt, meine ich. Nicht sprechen. Nein. Die anderen haben halt einen Pürierstab, wird bei mir gesagt. Wow. Ja, die haben meine Skelette ganz gut wegpüriert. Kann ich eigentlich mit meinem Hauptcharakter zu jeder Stadt springen, wo so eine Heiligstätte drin ist, oder nur zu meiner Hauptstadt? Das weiß ich auch nicht. Okay, wir haben da jetzt potenziell eine Herausforderung, der wir uns stellen können. Und meine Armee ist angeschlagen. Können wir wieder ein Blasrohr erbeuten? Nein, wir bekommen so ganz besondere
Wir bekommen so ganz besondere Dinos und ich bekomme 10.000 Gold, wenn wir das schaffen. Geil. Von Ragnar, Todeskind. Ich finde tatsächlich vom reinen Style her, finde ich die Chaoskrieger die geilste Fraktion. Ja, aber da wird es uns ja mit Total War Warhammer 3 sehr gut gehen. Das stimmt, wobei halb. Die Sache ist, dass die Chaos-Fraktion, die du da hast, das sind ja weitgehend Dämonen und gar nicht geil. Diese Krieger. Einfach und ich finde es so schade, dass diese Krieger weiter in diesem blöden Horden-Fraktions-Gameplay festhängen. Ja, vielleicht kommen da ja noch DLCs oder sowas dazu. Das wäre schon echt cool. Weil ich finde eben so, diese Chaos-Ritter sind einfach, die sind so geil. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Mein Kommandant hat sich auch einfach verpisst. Also nachdem du ihn noch so verteidigt hast. Nee, der Kleine ist noch da. Der auf dem großen Dino. Auf dem großen, sicheren Dino. Ach, es wird gerade gesagt bei Lothar, Chaoskrieger können im Warhammer 3 dann auch Siedlungen bauen und alles. Es sind keine Hordenfraktionen mehr. Das fände ich geil. Das jetzt alles, kommt ich der will. Wieder. Jetzt ist der wieder zurückgekommen. Der war schon weg und er kommt jetzt wieder. Was ist denn mit dem? Könnt ihr aufhören, wegzurennen? Ihr müsst da drauf schießen, Leute. Ihr könnt nicht nur laufen. Wow, der Feuerball hat sogar noch ganz gut getroffen. Aber wenn ich die Einheiten sehe, würde ich auch laufen, ehrlich gesagt. Ja, diese Blutbestienstreit wegen hier. Richtig übles Zeugs. So, Alter, der Dude sieht so krass aus. Ja, er hat auch richtig viel Wein. Drachenoger, Schargott. Junge, stress mal nicht so. Drachenoger. So, ich muss meinen Kommandanten da rausbekommen. Und es sieht nicht so gut aus für rausbekommen. Ich fühle mich sehr getreten. Ja. Oder eher geschlagen, geschleudert. Beides so ein bisschen. Alles. Es ist ein Stiefelkreis. Oh, meine Munition ist alle, so viel zum Kiten. Komm, mach das nochmal. Ja, da hat er nochmal. Ich krieg den halt da nicht rausgesteuert. Der wird so belagert. Die gesamte Zeit. Der kommt nicht mehr dazu, seinen Zauber zu machen. Mit seinem goldenen, glänzenden Blasrohr. Und jetzt ist er da einfach rausgeflohen. Mein Kommandant. Aber dich haben wir noch, ne? Ja. Ist wichtig, dass du jetzt bei uns bleibst, weil sonst desertiert wahrscheinlich die restliche Armee auch. Ja. Fühl dich nicht unter Stress gesetzt? Nee, gar nicht. Ist alles easy. Mach mal. Oh. Jetzt, ich murks dich im Nahkampf ab. Los. Oh mein Gott, du schmeißt unsere Leute, du, die gehen aber, egal. Aber guck dir an, Hauptsache Ragnar Todeskind ist ein Kind des Todes nach diesem Kampf. Oh mein Gott, was war das für ein Hüftschwung? Ja, also wirklich. Maurice, da hinten kommt jemand in deiner Größe. Dieser Feige, komm, aber jetzt kommt der Feuerball des Schicksals in den Rücken. Oh, geil. Jawohl. Ja, ich hab ihn mit dem Feuerball erwischt. Ja, du Arschloch. So, das war deine gerechte Strafe. Immer noch Haus hoch, aber immerhin die gerechte Strafe. Ja, das klippt jetzt bitte jemand, lieber Chat. Das will ich als Clip haben. Also ganz ehrlich, was für ein Blattschuss. So, und jetzt stirbt der Rest unserer Armee. Ja, wir haben keine Schuss mehr. Ehre. Oh, das war schön. Ja, da gab es ein bisschen Schagott. Frühstück. Spiegelei. Dämonenspiegelei. Aber der bricht auch gleich, ne? Ja. Der bricht auch gleich. Komm schon, noch wir haben auch noch Armee, die läuft da nur gerade aus der Map raus. Wir haben noch Armee. Das war nicht so ein Blattschuss wie. Aber wir haben noch nicht verloren. Also wir haben literally wirklich noch nicht verloren. Das klingt jetzt vielleicht absurd. Aber wir haben hier noch Armee, wenn die nicht da rausgetrieben wird, dann haben wir hier noch Chancen. Weil das ist halt ein großes Problem, der Dude. Wenn wir den da wegbekommen sollten, ohne dass dein Dude stirbt, das sieht gar nicht ganz scheiße aus. Sie dürfen halt nur, die Moral darf nicht brechen. Davor habe ich Angst, weil die Moral halt bricht. Und die lassen sich von mir einfach nicht steuern gerade. Ihr sollt jetzt laufen, genau, ihr sollt jetzt da runterlaufen. Und dann unbedingt zurück zu Maurice, damit die Moral nicht bricht.
Also eigentlich will ich vor allem einfach das Geld haben, gerade von der Schlacht. Das ist eigentlich die Hauptwichtigkeit, die ich gerade sehe. Ich brauche diese 10.000 Gold. Aber es ist so schön, dass du hier so ehrenhaft mit mir kämpfst. Ja, also wir schaffen das ja wohl noch, würde ich sagen. Mhm. Oh, da von links kommen sie. Von links? Ja. Achso, du meinst von hinter uns, ne? Ja. Gut, wir haben Drachenoger weg. Können wir die umlaufen? Wenn wir jetzt halt noch Munition hätten, ne? Ja. Also was ich überlege wäre, ich würde die eine Einheit reinschicken und opfern, um die aufzuhalten. Und mit den anderen Einheiten laufen wir drumherum und versuchen dahinter den Kommandanten rauszufischen. Mhm. Weil dann haben wir vielleicht noch eine Chance, dass sie brechen. Das ist leider kein Kommandant. Das ist, glaube ich, nur eine Bestie. Den Kommandanten haben wir schon. Ach, gut zu wissen auf jeden Fall. Dann müssen wir da ein bisschen aufpassen. Der Kommandant war der Typ, den ich mit dem Feuerball gesniped habe. Mein glorreichster Moment. Haha. Okay, die fronten da jetzt rein. Kriege ich die ein bisschen weggezogen, dass wir nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen müssen? Hey, oh. Habe ich ihn getroffen. Ja, der ist auch schön low. Den müsste ich doch jetzt kriegen. Das wird schon. Ein epischer Zweikampf. Oh Gott, ich glaube, er ist stärker als mein Typ. Nein, töte ihn nicht, töte ihn doch. Der ist Stufe 21, also ist auch nicht schlimm, sollte es schief gehen. Töte ihn, nein. Ah, er ist gefallen. Schade. Das hätte ich gedacht, kriegt er vielleicht hin. Habe ich auch gedacht, tatsächlich. Aber leider damit kein Mana mehr. Ah, schade. Ah. Jetzt habe ich ein ganz großes Geldproblem. Jetzt habe ich ein ganz großes Geldproblem. Das ist wirklich toll. Aber ich kann nicht... Kann man nicht ins Minus gehen? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man im Minus sein kann. Oder nur bei 0 mit Minus pro Runde, was dann, glaube ich, irgendwelche Mali gibt. Aber war mal wieder ein Fest. Es hat super viel Spaß gemacht, ey. Trotz des Leidens, dass wir den dritten noch nicht spielen können. Also gerade deswegen, weil es ist ja auch so, das ist ja, weißt du, so, es werden ja auch Freundschaften im Schützengraben geschmiedet. Also so gemeinsame Solidarität im Angesicht des Unheils, das ist ja auch was. Das hat ja seinen eigenen Reiz. Jo, das stimmt, aber es tut auch weh, der Reiz. Ja, im Schützengraben war es trotzdem nicht angenehm, ne? Selbst wenn du einen guten Kumpel neben dir hattest. Bitte dich, der Spaziergang, ne?